Willkommen zur fünften Meditation in diesem Kurs für Meditationsanfänger, bewusster Wahrnehmen. Setz dich heute wieder bequem auf deinen Stuhl oder in deine Lieblingsposition und richte deine Wirbelsäule auf. Und dann schließe deine Augen und nimm mal ganz aufmerksam wahr, wo du deinen Atem überall spüren kannst. Bei jeder Einatmung und bei jeder Ausatmung kannst du die Luft spüren, die durch deine Nase strömt, vorbei an deinem Rachen, bis tief in die Lunge. Und du kannst spüren, wie sich dein Bauch und deine Brust entspannt und sich bei jeder Atmung ausweitet und dann wieder einzieht. Und genau wie du ganz bewusst deinen Atem gespürt hast, nimm jetzt mal das gesamte Feld deiner Sinneswahrnehmung wahr. Nimm wahr, wie dein Po auf das drückt, worauf du gerade sitzt. Und fühle deine Hände auf deinem Schoß oder auf deinen Knien. Und nimm auch die Geräusche wahr, die in diesem Moment gerade hier sind. Beobachte ganz aufmerksam, wie die Geräusche kommen und gehen, ohne dass du irgendetwas dafür tun musst oder könntest. Stell dir vor, du bist dieser weite Raum, in dem alle Geräusche und Empfindungen auftauchen und wieder verschwinden. Du kannst dich völlig entspannen. Du musst wirklich gar nichts machen. Einfach nur beobachten und dir ganz genau anschauen, was in deiner Wahrnehmung von ganz alleine auftaucht. Und wenn du bemerkst, dass Gedanken deine Aufmerksamkeit auf sich gelenkt haben, dann schau dir eben deine Gedanken ganz genau an. Was passiert mit dem Gedanken, wenn du ihn ganz bewusst wahrnimmst? Worin erscheinen die Gedanken, die du hast? Erscheinen die Gedanken auch in dem gleichen Raum von Bewusstsein wie alle Empfindungen und die Geräusche, die du wahrnimmst? Kannst du erkennen,
dass das ist, was du bist, dass du dieser Raum oder dieses Bewusstsein bist, in dem alle deine Wahrnehmungen erscheinen, Gedanken, Empfindungen, Geräusche, Gefühle. Alles, was du wahrnimmst, erscheint in diesem Bewusstsein, erscheint in dir. Wenn du merkst, dass sich irgendwas in deinem Körper unangenehm anfühlt, zum Beispiel deine Knie, dein Rücken oder dein Nacken, dann kannst du dich auch ruhig bewegen und den Teil deines Körpers lockern. Daran ist nichts falsch oder unerlaubt während der Meditation. Du kannst auch das als Objekt deiner Meditation benutzen. Kannst du wahrnehmen, wie der Drang in dir aufkommt, dich zu bewegen oder aufzustehen? Erscheint dieser Drang nicht auch in dem gleichen Raum von Bewusstsein? Und wie fühlt es sich an, sich nach längerem Sitzen wieder zu bewegen? Es kann aber auch eine sehr gute Übung sein, sich aber eben gerade nicht zu bewegen und sich einfach jedem Bedürfnis und jeder Empfindung voll hinzugeben, ohne etwas daran zu ändern. Einfach still sitzen und beobachten, was auch immer der Moment dir gerade bringt. Es wird in deinem Leben sicherlich nochmal vorkommen, dass du unangenehme Gefühle oder sogar körperlichen Schmerz empfinden musst. Und genau für diese Momente kannst du in Meditation üben, voll und ganz zu akzeptieren, was da ist, und den Widerstand dagegen aufzugeben. Jedes Mal, wenn du das Gefühl hast, oh Mann, ich halte das einfach nicht mehr aus, zum Beispiel, weil dir etwas juckt oder weh tut oder du irgendein anderes unangenehmes Gefühl hast, dann frag dich mal, stimmt das wirklich? Halte ich das wirklich nicht mehr aus? Oder ist es doch möglich, das anzunehmen und mich in diesem Moment hinzugeben? Und das kann ein sehr kraftvolles Erlebnis sein, denn dann merkst du, dass du nicht einfach blind ausagieren musst, was ein Gedanke dir sagt, sondern dass du einfach sein kannst, als der Raum, in dem der Gedanke und der Drang auftaucht, bis sie wieder langsam verschwinden, ohne irgendeine Kontrolle auf dich gehabt zu haben. Komm jetzt mit deiner Aufmerksamkeit nochmal zurück zu deinem Atem. Wie fühlt es sich an zu atmen? Nimm deinen nächsten Atemzug ganz bewusst wahr, von Anfang bis Ende.
Okay, dann ist die heutige Meditation auch schon wieder vorbei. Wenn du möchtest, dann bedanke dich bei dir, dass du diese Zeit für dich genutzt hast und damit sozusagen in eine glücklichere Zukunft investiert hast. Wahrscheinlich hast du davon noch 5 Tagen erst einen kleinen Eindruck bekommen, wenn überhaupt. Aber ich kann dir versprechen, wenn du es schaffst, weiterzumachen und die Meditation zu deiner Gewohnheit zu machen, dann wirst du immer mehr erkennen, wie viel Potenzial darin steckt für wahre Veränderungen in deinem Leben. Dein Verstand ist das einzige Instrument, der einzige Filter, mit dem du alles, was du erlebst, interpretierst. Du bist wahrscheinlich sogar davon überzeugt, dass du dein Verstand bist. Aber du kannst dir bewusst machen, nicht nur verstehen, sondern wirklich durch direkte Erfahrung bewusst machen, dass allen Gedanken und Gefühlen und Sinneswahrnehmungen eine Sache vorangeht, ohne die sie nicht existieren könnten. Und das ist Bewusstsein. Und zu erkennen, dass du dieses Bewusstsein bist, was deine Gedanken und Gefühle und Sinneswahrnehmungen erst existieren lässt, das kann die wichtigste Erkenntnis deines Lebens sein. Es ist auf jeden Fall die wichtigste Sache, die ich jemals erkannt habe. Es geht hier um den riesigen Unterschied dazwischen, bewusst wahrzunehmen, was in deinem Verstand passiert, oder es eben nicht bewusst wahrzunehmen. Und es nicht wahrzunehmen bedeutet, dass du einfach blind von den Inhalten deines Verstandes gesteuert wirst und deine Gedanken und Stimmungen unbewusst ausagierst. Und die bestimmen dann dein gesamtes Verhalten. Das beinhaltet alle Ziele, die du im Leben verfolgst und wie du dich fühlst, während du sie verfolgst, aber vor allem auch die Beziehungen, die du führst und wie du sie führst. Und damit beeinflusst dein Grad an Bewusstsein nicht nur dein Leben, sondern auch das aller Menschen um dich herum. Und das sind mehr Menschen, als du dir gerade im ersten Moment vorstellen kannst. Okay, das war's. Schön, dass du dabei bist und bis morgen.